Ein Gegenstand. Zwei Wellen kommen. Runter. Sod Taker. Oh, wir sollten. Turm. Turm. Kein Held soll sterben, kein Held soll sterben. Das schafft er, das schafft er. Okay. Ja. Ich baue hier mal eine zweite Verteidigungsanlage auf. So. Wir haben nicht genug Dust für weitere. Aber ist okay. Da ist noch eine Tür. Da husche ich nochmal hin. Wir haben zwischen 41 Essen. Das heißt, ich level die beiden hier auch einmal hoch. Level up. Level up. So. Und baue hier mehr Essen. Aber wir haben doch schon ziemlich viel Industriezeug. Du. Öffnen. Und das ist das Ende von Level 1. Oh. Aggressive Gegner. Ja. Aggressiv oder Gegner allein schon gereicht. Aggressive Gegner ist ein bisschen doppelt gemoppelt und du siehst nicht gut aus. Heilung. Heilung. Ah, Heilung ist ganz schön teuer. Vor allem hat er anscheinend inzwischen ziemlich viele Lebenspunkte. So. Jetzt haben wir alle Räume aufgedeckt. Das heißt, wir können keine Ressourcen mehr bekommen. Stimmt, das war ein Denkfehler von mir. Das heißt, hätten wir jetzt weniger Ressourcen ausgegeben, hätten wir am Ende des Levels mehr Ressourcen über und die können wir ruhig mitnehmen. Wenn man also extrem vorsichtig ist und mehr Gebäude baut, als man eigentlich braucht, hat man im nächsten Level weniger. Macht vollkommen Sinn. So, Roboter, hol den Dingens da. Gucken wir mal, was passiert. Bring ihn dahin. Ja, Musik ändert sich. Eine Welle kommt. Dahin tragen. Du, geh dahin. Du, genau. Schieß, 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 schieß. Ah, der Kristall hat Schaden genommen. Eine Welle kommt. Du, hilf mal unserem Typen da hinten. Und bau doch mal ein, zwei. Das geht nicht. Oh, Heilung, Heilung, Heilung. Wow. Du, raus da mit dem Kristall. Das ist doch ein wenig hektischer als geplant. Du, dahin. Eine Welle kommt. Okay, erstes Mal ein Level geschafft und wir haben die Ressourcen, die wir im letzten Level über haben, mitgenommen. Also je effektiver man die Level macht, desto mehr hat man im nächsten Level und wahrscheinlich, wenn man nur sehr gut managt seine Ressourcen, schafft man es überhaupt ans Ende des Dungeons. Wenn es überhaupt ein Ende gibt, denn das Spiel heißt ja Endless, ne? Also, nächstes Level. Haben wir unsere drei Helden? Ja. Der Kristall wird angegriffen? Nee, ich denke nicht. Wie, haben wir genug für noch ein Level up oder werden die jedes Mal teurer? Ja, werden die jedes Mal teurer. 20 Punkte. Du, Attack Power 36, Attack Power 33. Nö, wir geben unserem Helden los. Held, mach was. Gegenstand. Küchenhandschuhe. Also auf meiner persönlichen Wunschliste steht, dass die Namen nicht ganz so kitschig klingen. Denn es gibt schon genug lustige, in Anführungszeichen, Roguelike-Spiele in dieser Art. Dungeons of Dreadmoor zum Beispiel. Da hätte ich jetzt doch lieber wieder was Ernsteres. Und die Namen sind wirklich leicht zu ändern und machen das Spiel gleich was ganz anderes. Gut, dich aktivieren wir. Und wir setzen hier gleich Essen hin. Und Verteidigungstürme noch nicht. Weil ich erstmal gucken will, aus welcher Richtung überhaupt die Gegner kommen können. Wenn hier gleich eine Sackgasse ist, bringt mir das nichts. Also machen wir hier auf. Das ist definitiv keine. Was zur Hölle bist du? Eine Blaupause. Tesla-Modul. Oh, das klingt gut. Tesla Enhanced Sirius Laser. Mittleren Schaden. Sieben Dingens. Ja, sieben Dingens klingt gut. Bevor ich aber anfange, das auszugeben, hätte ich gerne hier Industrie. Und ich hätte gerne geguckt, ob hier eine Sackgasse ist. Das wäre nämlich sehr schön.
Nein. Ich will mich nicht in zwei Richtungen verteidigen müssen. Autodoc Shards, was machst du? Heilt Helden in diesem Raum. Das ist schon mal praktisch. Ich hätte trotzdem gerne mehr Industrie. Bitte finde eine Sackgasse für mich. Aber wir geben dir vorher noch ein Level Up. Level Up. Da lang. Ich mag diesen Dungeon nicht. Aggressive Kreaturen, okay. Sind ein paar viele. Du, hilf mit, du, hilf mit. Du, warte kurz und zieh dich dann taktisch zurück. Nee, musst du gar nicht, okay. Also anscheinend brauchen wir zwei Verteidigungsposten. Was nicht gerade schön ist, aber lässt sich nicht ändern. Und der Raum ist gar nicht erst aktiv. Ja, okay. Held, lauf dahin. Andere beiden Helden bleibt da. Und ich stelle hier einen Tesla-Turm hin. Taktischer Tesla-Zerstückelturm. Da. Und was sollte ich da oben auch einen hin? So. Da oben sind nur. Da sind auch drei Abzweigungen. Okay, gucken wir erstmal nach unten. Oh. Das ist ein böser Roboter, glaube ich. Ignorieren. Den könnten wir auch rekrutieren, aber wir haben keinen 30 Essen. Das kommt aber bald genug. Da hätten wir vier Helden. Sehr schön. Trotzdem würde ich eigentlich ganz gerne mal Sackgassen finden. Aha, Sackgasse. Oh. Oh, er hilft uns. Das ist schön. Sollte jetzt bloß nicht sterben, das wäre peinlich. Oh, oben noch was? Nein. Gut. So, geht zurück. Noch ein Level Up? Nein. Okay. Wir sollten ihn gleich rekrutieren und hier hochstellen. Und ich baue mal noch einen Tesla-Turm hier. Und noch ein Tesla-Turm hier. Ich hätte echt gerne mehr Dust. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Dust anders zu bekommen? Nö. Keine Sackgasse, aber nur eine Weiterzweigung. Aggressive Kreaturen. Jo, jo. Zieh dich mal zurück und lass dir da helfen. Ja gut. Heilung. Ich hoffe, du heilst dich auch. Das haben wir bald ein Problem. Oh, wir haben genug Dust für einen Raum. Wir haben jetzt den Raum als unser Verteidigungsraum gewählt. Wir hätten eigentlich den daneben sollen, wenn wir den Dust über hätten. Okay, ich mache das anders. Ich aktiviere den Raum. Wir gucken, wie teuer ein Tesla-Turm ist. 7 Industrie. Jetzt zerstöre ich einen Turm und gucke, wie viel wir bekommen für das Zerstören. Wir haben 32. Bekommen gar nichts. Gar nichts ist wenig. Okay. Ich hätte gedacht, man kriegt wenigstens einen Anteil zurück, aber. Na gut. Tesla-Turm. Industrieturm. Ihr bleibt ruhig da. In der Hoffnung, dass der Tesla-Turm irgendwas angreift. Die Gegner das Ding in der Mitte in Ruhe lassen und die hier durchgehen und werden nochmal getestet und von den beiden angegriffen. Gut. Du hoffst, dass hier endlich mal eine Sackgasse ist. Nein. Aber Flohwellen. Hier. Schnell, 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 schnell. Und rekrutiere ihn, bevor er stirbt. Kann ich ihn irgendwie schnell rekrutieren. Du, raus hier. Nein. Nein, 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 nein. Das war nicht gut. Du. Zum Turm, zum Turm. Tesla, Tesla, wo? Da. Kommt er soweit? Das war absolut nicht gut. Also wir haben ihn angeheuert und er ist sofort gestorben. Wir haben ganz viel Essen verballert in dem Versuch, ihn zu heilen und den anderen zu heilen. Und wir haben jetzt nur noch zwei schwache Helden.
Okay. Können wir zwei gleichzeitig steuern? Komm mal mit, komm mal mit. Wir brauchen viel mehr Verteidigung. Ja, also. Wichtigster Tagesordnungspunkt. Turm. Oh, wir haben sogar ein Hochdamage-Dingens jetzt inzwischen. Aber ich mache lieber erstmal die ganzen Slots hier voll. So. So. Jetzt die Sachen einsammeln, die sie fallen gelassen haben. Ja. Chitin. Hast du irgendwas? Genau. Rüstung. Anziehen. Kitchen Gloves. Anziehen. Und sobald wir genug Essen haben, brauchst du ein Level up. So, du gehst mit. Die beiden gehen nicht mehr alleine irgendwo hin. Das hat den anderen umgebracht. Dahin, dahin. Wir haben das für einen Raum. Wir haben aber keinen Raum, wo wir irgendwas Neues bauen könnten an der Industrie. Das ist nicht gut. Vielleicht sollten wir doch lieber erstmal... Wir können nicht dich aktivieren. Nein. Wir können nur Räume aktivieren, wo anliegende Räume sind, die ebenfalls aktiviert wurden. Das heißt, wir gehen zurück zu unserem dem Raum hier. Und versuchen dann hier oder da einen Raum zu finden mit so einem großen Slot. Damit wir mehr Pflanzen anbauen können oder mehr Industrie. So, Mr. Roboter, mach bitte die Tür auf. Sackgasse, sehr schön. Oh, taktischer Rückzug, taktischer Rückzug. Und zwei Wellen kommen. Du da lang, du da lang. Genau, piu piu, piu piu. Wenn es zu viel wird, weglaufen, ne? Oh, das Ding wurde zerstört. Okay. Also, die Industrieanlagen und die Essensanlagen können zerstört werden. Sehr, sehr wichtige Informationen. Das heißt, in unsere Verteidigungsanlagen sollten wir nicht unbedingt die hier bauen, außer wir wissen hundertprozentig, dass unsere Helden es auch wieder verteidigen können. So, wir hätten gerne den Raum da. Wir hätten hier gerne... Industrie können sie aber nicht bauen. Das heißt, sie müssen mehr Räume freilegen. Keine Sackgasse, aber ein guter Anfang. Noch ein Händler. Wir haben nicht so wirklich das über. Haben wir noch Gegenstände? Nein. Du, dein. Du. Wir haben jetzt genug für dich. Da bauen. So. Ja, der hier ist ganz schön gefährdet dann, ne? Wenn das Ding auch zerstört werden kann. Aber gut, hilft nichts. Du, öffne die Tür. Na, es könnte einen Verbindungsgang geben. Oh, aggressive Kreaturen. Auf zum Händler. Vielleicht greift deren Köter hier an. Du, taktischer Rückzug. Du. Taktischer Rückzug. Du, dahin. Wir sollten vielleicht doch mal so eine Heileinheit bauen. So. Also die uns auch im Kampf heilen kann. Zum Beispiel hier. Wie teuer ist die Heileinheit gewesen? Heilt Helden in dem Raum. Da. Schwupps. Du dahin. Du dahin. Wir haben 18 Essen. Wie viel Essen brauchen wir für ein Level Up? 20. Also ein Raum. Meine Hoffnung ist... Oh, wir haben genug das für einen Raum. Ja, weiß nicht. Meine Hoffnung ist, dass die beiden Räume einfach hier verbunden sind. Und wir dann nicht ganz so viele Abzweigungen hier haben. Und das ist so. Sehr gut. Kiste. Und Angriffsfällen. Geh dahin. Du zieh dich zurück. Du zieh dich zurück. Zieh dich weiter zurück. Zieh dich weiter zurück. Turm, starker Turm jetzt. Sonst sind wir tot. Der zerhaut gerade unseren Kristall. Kannst du nicht mehr zurückziehen. Hier ist gleich Ende im Gelände. Heilung. Heilung. Nicht gut. Gar nicht gut. Alle unsere Ressourcendinger werden nach und nach weggekloppt. Dahin. Du, dahin. Wir haben einen Dust bekommen von der Leiche, ist okay.
das ist jetzt wirklich ein Bottleneck sozusagen. Problem ist nur, er hat nicht genug von diesen kleinen Nodes. Wir müssten eigentlich die großen Dinger hier neu bauen. Okay, also unser Mr. Roboter läuft hier runter. Ja, wir haben hier nichts wirklich, irgendwas, was wir freischalten können. Unser Roboter läuft hier runter, öffnet die Tür und wenn da Gegner sind, läuft er einfach schreiend weg. Ja, Lauf und wählen, ja natürlich. So, lauf, 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 lauf. So, die Heilung war auf der anderen Seite, ne? Lauf, 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 lauf. Heilen. Heilen. Raus. 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 Oh Mann, sind das viele. Kein Essen mehr für Heilung. Komm, 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 komm. So, du geh dahin. Da kommt noch was. Es läuft aber schön zickzack durch die Türme durch. Gut. Du, Mr. Roboter, du musst da reparieren. Zing, zing. Ah ja, du bist super praktisch. Den Helden muss man immer mitnehmen, finde ich, wenn ihn reparieren. So, wir haben 26 Industrieeinheiten. Wir brauchen jede Menge Verteidigung. Wir brauchen allerdings auch mehr Industrieeinheiten. Also bräuchten wir eigentlich ein Ressourcendingens. Jetzt kommt der Gear-Faktor. Nee, ich glaube, ich mache lieber noch einen von den dicken Dingern. Und zwar hier hin. Und ein mittlerer noch dahin. Und ein mittlerer noch dahin. So, du zurück. Gucken wir mal hier weiter. Roboter, komm mit. Wir haben ein Essen, wir haben eine Industrie. Wir haben aber zwei Dust, warte mal. Aktivieren. Aktivieren. Kann immer noch hier drin spawnen, was? Aber besser als nichts. So, öffne die Tür. Gut, nur ein Ausgang. Oh, Wellen kommen. Wellen kommen von unten. Dahin, dahin. Türme werden wohl ignoriert. Ah, der Händler wird gehauen. Hilft dem Händler. Könnten wir noch brauchen. Gut. Also es war eine gute Entscheidung, hier nochmal den Turm hinzusetzen. Und da auch. Aber jetzt kommt da oben, wollen wir gucken. 11 Industrie. Wir brauchen ein bisschen mehr. Also einen Raum noch, dann können wir wieder einen Industrieblock hinsetzen. Da zum Beispiel. Bauen. Sieben Dust reicht für einen Raum. Du dahin. Du raus. Du raus. Nicht gut. Du da. Genau. Du dahin. Du dahin. Also den Händler in Ruhe gelassen. Gut. Roboter. Helf hier. Du machst da. Haben wir was verloren? Nee, ich glaube nicht. Aber es ist jetzt sehr wichtig, dass wir hier den Raum mit Dust freischalten konnten. Das heißt, hier drin kann jetzt nirgends mehr was spawnen. Das heißt, wir können hier in Ruhe wieder eine Industrieeinheit aufbauen. Und die da sollten wir reparieren. Also Roboter, dahin. Kling. Ja, Industrieeinheit bauen. 16 Punkte. Und wir haben bisher keine einzige Essenseinheit, ne? Das könnte problematisch werden für unsere Helden. Aber gut. Du hast hier repariert. Du bist ganz schön weit unten. Oh, ist das eine Sackgasse da? Lauf mal. Ja, ist eine Sackgasse. Sehr gut. Aber es können trotzdem noch Gegner von Dust bauen, weil wir nicht noch Dust haben. Aber theoretisch können wir später zumachen. Und wir könnten unsere Verteidigungsanlage in die Richtung ausbauen. Also wenn wir das nochmal einen freigeschaltet bekommen, machen wir einfach das hier aktiv und setzen da zwei schwere Türme hin. Und dann alles, was hier unten spawnt, wird dann ein bisschen gebrutzelt.
So, du öffne die nächste Tür. Wow. Aggressive Kreaturen. Jo. Und Wellen kommen. Drei Wellen kommen. Du Rückzug. Du Rückzug. Industrieturm zerstört. Roboter gleich zerstört. Du geh dich heilen. Oh. Ich glaube, das ist das. Oh, viel Zeug. Weg. Nein. Tot. Du hast Opfer verloren. Ja, und das war unser erstes gemeinsames Spiel. Ich bin wesentlich weitergekommen als letztes Mal. 426 Punkte, halbe Stunde Spielzeit. Das ist das 33-fache von meinem ersten Leben. 146 Mobs umgebracht und 28 Türen. Turn-to-Main-Menü. So, und jetzt könnte man mit dem bisherig gewonnenen Wissen neu anfangen und es besser machen. Und so Schritt für Schritt weiterkommen, wie man das bei Roguelikes gewöhnt ist. Ich finde das Spiel sehr, sehr gelungen. Selbst wenn es jetzt noch in der Alpha ist. Also es ist nicht ganz so viel drin. In den nächsten Versionen soll nach und nach die Forschung freigeschaltet werden. Das klingt schon mal sehr interessant. Aber auch jetzt ist es sehr unterhaltsam für einige Stunden. Und ich hoffe, euch hat dieser erste Einblick gereicht und wir sehen uns bald wieder. Bye bye.